In einer Bucht an der Adriaküste Montenegros liegt die schöne Hafenstadt Kotor. Das UNESCO-Weltkulturerbe liegt am Fuße des Gebirgs Lovćen und ist mit seiner berühmten Bucht ein absolutes Highlight Montenegros. Nach Kotor kommt ihr mit dem Flugzeug, mit dem Zug oder mit dem Auto. Vom Flughafen Tivat sind es etwa 8 Kilometer mit dem Taxi nach Kotor. Aber auch mit dem Auto oder Bus ist Kotor gut von den Nachbarländern aus zu erreichen. Von Deutschland aus gibt es sogar Direktbusse. Etwas schwieriger ist es leider mit dem Zug. Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in Podgorica und Bar, beide fast 2 Stunden von Kotor entfernt. Die beste Reisezeit für einen Badeurlaub in Kotor ist zwischen Juni und September mit 25 bis 29 Grad und einer Wassertemperatur von ca. 18 Grad. Für Outdoor-Aktivitäten und Sightseeing eignen sich Frühling und Herbstanfang mit Temperaturen um die 15 Grad am besten. Klares Plus an der Nebensaison, nicht so viele Touris. Dann könnt ihr die atemberaubenden Aussichten ganz ungestört genießen. Die fjordartige Bucht von Kotor ist fast 30 Kilometer lang und von Bergen umgeben. Eine richtige Traumkulisse. Kleiner Tipp, die wohl beste Aussicht habt ihr von der Serpentinenstraße zwischen Kotor und Lovćen. Schöne Ausblicke verspricht auch die Festung Sveti Ivan, von Einheimischen auch die Burg von San Giovanni genannt. Zur Festung gelangt ihr über 1350 Treppenstufen. Aber für die Anstrengung werdet ihr dann mit einer spektakulären Aussicht auf die Bucht und die Dächer der Stadt belohnt. Für ein Päuschen lohnt sich ein Stopp bei der Kirche unserer lieben Frau vom Heil. Die befindet sich ungefähr auf halbem Weg nach oben. Weiter geht's in die mittelalterliche Altstadt Kotors, denn da gibt es auch einiges zu entdecken. Umgeben ist die Altstadt von einer langen und gut erhaltenen Festungsmauer. Der Eingang zur Stadt befand sich damals in der Gurditz-Bastion, die ihr auch besichtigen könnt. Am zentralen und größten Platz der Stadt, übersetzt Waffenplatz genannt, steht auch das Wahrzeichen von Kotor, der Uhrturm. Ein absolutes Must-See bei einer Reise hierher. Ebenfalls unverzichtbar, Kotors traumhafte Kirchen. Zwei der bedeutendsten der Stadt befinden sich praktischerweise direkt nebeneinander. Die St. Lukas und die St. Nikolaus. St. Lukas war ursprünglich römisch-katholisch, wurde aber im 17. Jahrhundert orthodox. St. Nikolaus wurde 1909 als orthodoxe Kirche zu Ehren des heiligen Nikolaus errichtet, der SeefahrerInnen Schutz bieten soll. Eine weitere sehenswerte Kirche ist die St. Trifon-Kathedrale. Noch mehr Kulturprogramm findet ihr im Maritimmuseum. Dort erfahrt ihr alles über Kotors Seefahrtsgeschichte. Wie ihr die Stadt aber am authentischsten kennenlernen könnt, ist beim bunten Treiben auf dem Bauernmarkt. Täglich von 7 bis 19 Uhr bekommt ihr hier frische regionale Produkte. Obst und Gemüse, aber auch Oliven, Fisch und Meeresfrüchte sowie lokal hergestellte Käse und Schinken. Wer nicht selbst kochen möchte, kann es sich in einem der vielen schönen Restaurants mit Meerblick gemütlich machen. Wundert euch aber nicht, wenn eine Katze zu euch an den Tisch kommt. In Kotor leben viele Straßentiger, die von den Einheimischen und Touris gefüttert werden. Die Liebe zu den Vierbeinern zeigt sich auch im Katzenmuseum der Stadt, wo das Eintrittsgeld für die Versorgung der Tiere verwendet wird. Um euren Kotor-Trip abzurunden, solltet ihr euch die zwei Inseln Maria vom Felsen und Heiliger Georg vor der Küste von Kotor nicht entgehen lassen. Vom Perast aus fahren mehrmals täglich Boote rüber zu den kleinen Inseln. Bei eurer Erkundung trefft ihr auf die gleichnamige Kirche Maria vom Felsen. Dort gibt es auch ein eindrucksvolles Museum mit Gemälden aus dem 17. Jahrhundert. Habt ihr Lust bekommen, in Kotor Urlaub zu machen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Marco Polo TV.